Ja, Clemens, der letzte Tag ist leider nur einerseits versöhnlich ausgegangen. Jürgen Meltzer hat auch das vierte Match verloren. Philipp Oswald eine bedeutungslose Exhibition noch gewonnen. Wie hast du den letzten Tag erlebt? Ja, bei uns war der letzte Tag, hat eigentlich schon gestern am Abend angefangen, weil da war es darum, es ist darum gegangen, wen können wir überhaupt noch aufstellen, weil alle Spieler angeschlagen waren. Jürgen hat sich dann bereit erklärt zu spielen, trotz seiner Schulterblessur. Ja, hat den ersten Satz eigentlich sehr solide gespielt, gewonnen, hat mit Break geführt, aufs Match serviert, hat dann den zweiten nicht drüber retten können und dann ist er natürlich auch ein bisschen vorsichtig, was die Schulter betrifft und man darf das jetzt auch nicht überbewerten, seinen Dead Rubber, aber natürlich hätten wir ihn gern gewonnen, es hat halt nicht gereicht und das zweite Match war jetzt kein offizielles Match mehr, sondern eine Art Exhibition, weil wir im Prinzip keinen zweiten Einzelspieler mehr aus den ersten vier hatten und mein Vorschlag war dann an den ITF Supervisor eine Exhibition zu spielen mit dem holländischen Team, was dem Philipp Oswald auch die Möglichkeit gegeben hat, auch einmal so ein bisschen unter Anführungszeichen Davis Cup Luft zu schnuppern. Das hat er sich auch verdient. Das war so eine kleine Belohnung für das, dass er wirklich sehr, sehr gut gearbeitet hat die Woche und das Team super unterstützt hat. Und er hat auch heute seine Sache sehr, sehr gut gemacht und hat sozusagen einen unter Anführungszeichen Ehrenpunkt für Österreich holen können. Und das war für ihn auch sehr schön. Überhaupt was, wie du schon geschildert hast in der Pressekonferenz, keine ganz so selbstverständliche Sache, dass er sofort sagt, ich bin da dabei. Nein, also das ist immer, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn man sozusagen Spieler zum Davis Cup einlädt und die sich sofort committen dazu. Das war speziell jetzt auch beim Olli nach dem Ausfall vom Alex. Ich habe den angerufen, habe jetzt in der Sekunde nicht gewusst, wo er da genau steckt gerade und er war gerade in Graz, Gott sei Dank, und hat sich sofort bereit erklärt, sofort nach Groningen zu kommen. Und das ist schon eine Sache, die zeigt, wie committed die Spieler zu diesem Bewerb sind und das ist der Philipp auch allemal. Also punkto Einsatz kann man dem österreichischen Team in dieser Woche nichts vorwerfen, Nein, oder? gar nichts. Und gut trainiert. Und es hat dann halt am Wochenende einfach nicht gereicht. Und da muss man den Holländern gratulieren. Die waren in den entscheidenden Phasen. Spezielles, was das Jürgen-Match am Freitag betrifft, beziehungsweise im Doppel, haben sie die Big Points gemacht. Waren da einfach, ja, wollten die vielleicht auch ein bisschen mehr als wir oder haben dann auch in den entscheidenden Momenten die besseren Entscheidungen getroffen. Und deswegen haben sie auch verdient gewonnen. Kann man sich sonst irgendetwas vorwerfen? Hat man irgendwelche Fehler gemacht? Jetzt nicht unbedingt nur auf dem Platz selbst. Ja, aber es wird sowieso wie nach jedem Sieg oder nach jeder Niederlage wird so ein Wochenende oder so eine ganze Woche analysiert werden. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden. Man muss jetzt mal ein bisschen runterkommen. Es macht jetzt auch keinen Sinn, sich am Sonntagabend mit dem ganzen Team jetzt lange hinzusetzen und nach Gründen zu suchen. Da muss man jetzt auch die Spieler ein bisschen in Ruhe lassen und dann wird man sich gemeinsam hinsetzen und schauen, was man das nächste Mal besser machen kann. Wann und wo wird das wahrscheinlich passieren? Ja, das werde ich dann entscheiden, wann das am ehesten einerseits mit dem Betreuerstab, aber dann mit den Spielern auch möglich sein wird. Aber da wird jetzt ein paar Tage vergehen und dann wird es diese Gespräche geben. Für das Team geht jedenfalls ein definitiv sehr verpatztes Wochenende zu Ende und für dich nehme ich an, sehr anstrengende Tage. Ja, Davis Cup ist immer anstrengend, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich liebe diesen Job. Mir taugt es extrem, mit diesen Jungs und mit dem ganzen Betreuerstab zu arbeiten. Aber es ist natürlich anstrengend. Also ich brauche auch meine 2, 3 Tage nach so einer Woche, um mich unter Anführungszeichen auszukurieren. Und dann beginnt der Fokus schon wieder für neue Aufgaben. Danke dir.